Denke mal, vor allem CD Projekt. Ach du Himmel, wieso komme ich jetzt hier raus? Das ist nicht gut. Wieso komme ich jetzt hier raus? Ich habe doch... Ach so, weil das eine automatische Speicherung ist. Okay. Ah, fuck, Alter. Nee, ansonsten müssen wir mal eine andere Dings machen. Mal wahrscheinlich auch so machen. Ja, ich versuche hier echt auszuweichen. Da mal kurz eben auf die Schnauze zu geben hier. Mega schwer hier. Echt aufpassen, dass die mich nicht erwischt bei so wenig Leben. Gott, ich bin jetzt fast stecken geblieben hier. Das darf nicht passieren hier. Vor allem nicht bei so einem schweren Gegner hier. So, jetzt haben wir einen Blei. Nicht schlecht. Nein! So früh gefreut. Habt ihr gesehen? Das Vieh war tot. Das hatte kein Leben mehr. Verdammt. Ich dachte dann zum Schluss, jetzt setzt du alles auf einer Karte und machst das Vieh kalt. Und was ist? Tot. So ein Mist aber auch. Ich ärgere mich jetzt gerade richtig so die Plauze hier. Da werde ich jetzt irre hier. Wir machen es nochmal. Ich denke mal, diesmal wird es besser. ja, es ist halt doof gewesen, dass wir schon rausgekommen sind in dem Moment, ja, wo ich nicht gespeichert habe, sondern im Moment danach, ne? Aber jetzt ärgert es mich echt extrem gerade, weil wir hatten es eigentlich so gut wie tot schon, ne? Habt ihr gesehen? Also ihr könnt ihr gerne mal zurückspulen, das Video. Ihr werdet bestimmt sehen, es hat eigentlich kein Leben mehr. Es war eigentlich schon so gut wie tot, ne? Ich hätte bloß noch mit dem Auge zwinkern müssen. War zu langsam zum Zwinkern anscheinend. Ja, wir machen das nochmal, selbstverständlich. Ja, also ich gebe mir jetzt ein bisschen mehr Mühe. Ja, wenn ich so sehe, dass er manchmal so zurückschreckt, dann kann ich ja wahrscheinlich noch ein paar Mal mehr machen. Manchmal geht's, aber manchmal ist das echt schwierig.
jetzt muss ich wieder weg. Ich trinke meine Wasserflasche hier, damit ich ja nicht abkratze. Ja, ihr seht vielleicht mein verbissenes Gesicht hier während des Kampfes. Ich versuche hier irgendwie noch was rauszuholen. Oh, 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 oh. Also müssen wir aufpassen. Das Ziel will er auch nicht verlieren. Oh fuck. Kann jetzt nämlich schon wieder so knapp werden hier. Nein! Doch! Hab ich's geschafft! Nein! Du. Was? Geralt stand doch jetzt noch. Echt jetzt, ey. Wow. Also ich habe nur noch gesehen, dass Geralt stand wie eine Eins und ich weiß nicht, ob ich noch Leben hatte. Auf jeden Fall hatte das Vieh auch kein Leben mehr. Also irgendwie will mich das Spiel gerade richtig verarschen. Also entweder war das jetzt ein Bug oder es war so eine krasse optische Täuschung jetzt. Oh. Wie oft soll ich noch gegen das Vieh kämpfen? Das gibt's doch gar nicht. Also ich fahre ja eine Niederlage nach der anderen ein. Ach ja, ich weiß, das gehört zum Spiel. Aber es ist echt mega schwer. Es ist mega schwer auf diesen Schwierigkeitsgrad. Krass! Hallo? Ich habe schon wieder verloren. Also irgendwas mache ich hier echt gottverdammt falsch. Immer nur immer und weg. Oh, fuck, Alter. Das Vieh, das macht mich fertig, das macht mich fertig. Ich bin jetzt bestimmt ein fünftes Mal jetzt gestorben hier, ne? Also das kann ich ja eigentlich schneiden. Für euch hier komplett kann ich schneiden. Nein, das werde ich nicht schneiden. Ja, also ich kann euch nur raten, falls jetzt euch das Video hier ein bisschen zu lang wird, dann überspringt auf jeden Fall bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das Vieh kalt gemacht habe oder ich einfach kläglich aufgebe. Da könnt ihr gerne spulen. Ihr müsst jetzt nicht das hier bis zum Schluss gucken und mit mir mitfiebern. Nee, also ich lasse es so, wie es ist. Ja, also bei manchen Sachen, wo ich halt ganz oft sterbe und so richtig, ja, dann richtig ins auf die Schnappe krieg, ne? Da habe ich ja schon mal bei Assassin's Creed habe ich ja das schon mal gemacht, da habe ich es ja auch dann geschnitten im Endeffekt, weil ich habe da komplett versagt, ne? Und was soll ich euch das zeigen? Aber ich wollte ja euch eigentlich hier in The Witcher alles zeigen, auch meine ganzen Niederlagen. Deswegen sage ich lieber euch was jetzt, du Stückchen. Dann haltet lieber ein bisschen weiter, dann spult ein bisschen. Ihr könnt ja ein bisschen auch Vorschau angucken. Wenn ihr mit dem Mauszeiger drüber fahrt und sowas. Da seht ihr vielleicht, wann hier das Vieh endlich mal kalt geworden ist. Ah. Also ich muss ehrlich sagen, das ist mega schwer.
Und irgendwie verliere ich jetzt nur noch. Entweder konzentriere ich mich nicht mal so genug oder. Okay, also wenn man das jetzt in den Kreis macht, dann kann man wahrscheinlich ein paar Mal mehr machen. Okay. Nee, das war Zufall. Ich bin mir kurz vorm Abnippeln hier. Ja, das war's wieder. Wow, 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 wow. Echt brutal, richtig heftig. Ja. Ihr könnt ihr mir gerne beschreiben, falls ihr doch hier das Video ganz tapfer mit mir anguckt. Könnt ihr mal gerne schreiben in den Kommentaren, was euer schwerster Boss, was euer schwerster Gegner war. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Gerne auch zu einem anderen Spiel. Da müsst ihr aber auch bitte den Spielnamen sagen. Ansonsten denke ich, hey, Witcher, gibt's das Vieh? Nee. Ansonsten, wenn ihr auch natürlich zu Witcher 3 gespielt habt, da könnt ihr auch gerne mal sagen, wer hier der stärkste Gegner für euch war und auf welchen Schwierigkeitsgrad ihr das gespielt habt. Ne? Ob ich hier jetzt der einzige verrückte Irre bin. Ich habe mich noch nicht so richtig hier umgeguckt, was in Let's Play The Witcher eigentlich für einen Schwierigkeitsgrad gespielt wird normalerweise. Ich nehme mal an, in leichteren als ich. Ich denke mal, hauptsächlich werden die meisten wollen in leichteren Schwierigkeitsgrad spielen. Ja. Ich habe es mir ja jetzt auch so ausgedacht. Boah, Alter. Das gibt's nicht. Ich hab noch nicht mal richtig angefangen. Nee, das werde ich wohl nicht mehr schaffen. Also bin ich fast felsenfest sicher. Ja. Ganz ehrlich, ich lade jetzt meinen Spielstand und lade ihn ein bisschen weiter vorne weg. Das war meine manuelle Speicherung. Die lade ich jetzt. Erschöpft und verwundet war Ciri im Sumpf zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Also ich mache das jetzt so. Ich habe das jetzt 6, 7 Mal ausprobiert. Bin immer kläglich gestorben. Ich würde jetzt sagen, dass es jetzt an der Zeit ist, kurz aufzugeben. Und mich mit Tränke einzudecken. Beziehungsweise noch mit Lebensmitteln. Das Problem ist, einfach, das Vieh ist zu stark und ich krieg irgendwie nur noch Burre. Und da muss ich jetzt mal sehen, ob ich da das Geld zusammenkratzen kann und mir noch ein paar Lebensmittel kaufen kann. Und dann starten wir das Ding noch einmal. Weil so wie es jetzt ist, ich weiß, ich hatte es zweimal fast geschafft. Ne? Aber da muss ich echt lange rummachen und rumnuddeln. Und bevor ich euch hier jetzt noch echt mit übelster Langeweile quäle hier, weil ich das einfach nicht schaffe, gehe ich doch mal lieber zum Händler. Beziehungsweise, ich suche mir einen Händler.
Gab's hier einen Händler? Ja, ne? Gab's hier keinen Händler? Es wäre natürlich jetzt doof, wenn es jetzt hier keinen Händler gibt. Ja, hier gibt's diesen Rüstungsboni, den wir noch machen können. Das könnte ich auch machen. Das wäre vielleicht auch sogar gar nicht mal so doof. Wenn ich hier diesen Boni aktiviere. Oh, cool. Schon haben wir eine Wasserflasche gefunden. Ja, wir brauchen ja keinen Händler. Auch nicht schlecht. Es wäre cool, wenn wir das jetzt machen. So, also deine Gegenstände wurden aufgewertet. Und was kommt jetzt noch? Was ist das nächste? Der Waffenschmied liegt hier rum. Der ist noch müde. Hier gibt es keinen Händler drin, ne? Aber es ist egal, ich habe schon eine Wasserflasche gefunden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist schon wieder ein bisschen nach oben gegangen, dass ich das schaffe. Aber ich sehe hier diesen... Ja. Okay. Schwert und Rüstung habe ich jetzt aufgewertet. Da würde ich sagen, wir gehen jetzt ganz schnell zum Geist, solange wie die Attribute gut stehen. Also ich habe eine Wasserflasche mehr. Ich habe jetzt sogar temporäre Eigenschaften, die mir das Spiel leichter machen. Mein Leben ist jetzt auch automatisch höher, weil ich ja diese Fähigkeit habe. Und ich denke mal, also es sind schon mal mindestens drei positive Eigenschaften, die ich hier habe, die mir jetzt das Spiel erleichtern. Und das werde ich natürlich jetzt speichern. Und mal gucken, wie es jetzt wird. Jetzt sieht es wahrscheinlich schon zacken anders aus. Ich wollte jetzt nichts anzünden, ich wollte jetzt, dass das losgeht. So, probieren wir es noch einmal mit drei positive Eigenschaften. So, los geht's. Oh, boah. Das gibt's doch nicht. Das Spiel geht doch noch gar nicht los hier. Wow. Ja, ich muss aufpassen. Habe ich ordentlich Schaden gemacht. Ich muss aber ein bisschen ausweichen hier. Aber ich glaube, die temporären Eigenschaften hier, die ich habe, merke ich irgendwie gar nichts von. Ich mache jetzt mal meinen Donner rein. Vielleicht macht das noch mal mehr Schaden. In der Ecke mehr Schaden hier. Ich will ja, dass das Vieh stirbt. Ich auch mal alle Register hier. Ich kann leider meine Jahrenfähigkeiten ja einfach nicht jetzt. Oh, verdammt, ja. Das wollte ich auch sagen. Ja, halt war schneller. Trink noch was. Jetzt haben wir's. Haben wir schon mal ein ordentlich Leben abgezogen. Jetzt sieht's aus, als ob wir gewinnen werden. Ja! Oh. Endlich. Endlich. Yes! Ich habe es tot gemacht nach 6-7 Mal. Fetzt. Oh, das sind die Glücksgefühle, auf die ich stehe. Vielleicht bekommt ihr was von meinen Glücksgefühlen ab. Ich hoffe doch. Jetzt steht mein Plötze da auf einmal. Ja, den brauche ich nicht bei
70, so circa 70 Schritten. Sehr schön, wir haben es geschafft. Aber es war wirklich schwierig. Und ich denke mal, dass ich jetzt in Zukunft noch viel mehr Tränke haben muss. Beziehungsweise Verzehrbares. Hm? Ja, sollte ich denen jetzt Bericht erstatten? Ich bin wegen des Auftrags hier. Und? Alles geritzt. Ein Gruftweib hat die Gräber aufgewühlt und sich das Kind geschnappt. Ach so. Wie geht's dem Kleinen denn? Ja. Er ist tot. Gleich mit der Plankenwahrheit ins Gesicht springen. Oder ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn im Lager des Gruftweibs gefunden. In ihrem Kessel, um genau zu sein. Soll ich weiterreden? Eigentlich hast du schon zu viel gesagt. Was ist mit meiner Belohnung? Oh, die habe ich natürlich nicht vergessen. Hier, bitte. Vielen Dank für deine Hilfe. Ja, gib mir Geld. Ich brauche unbedingt Tränke, ey. Bis dann.